Die in Süddeutschland ansässige Firma IBF GmbH ist ein Blechlohnfertiger mit insgesamt 110 Mitarbeitern. Neben Eigenprodukten wie Eingabeterminal für Produktionsbetriebe produziert IBF komplexe Baugruppen für die Medizintechnik, den Maschinen- und Anlagenbau sowie für Heizungs- und Klimatechnik. Wo IBF 1993 mit einer Armada Arcade 210 begann, präsentieren sich heute alle Topmodelle der Armada GmbH. Von den Stanzmaschinen EM und EMZ über eine EML und eine F1 bis hin zu den aktuellen FOL Fiber und Ensis Modellen produzieren alle Maschinen, angesteuert mit der Software PN4000 von WCAM, größtenteils automatisiert und mannlos Platinen für die weitere Verarbeitung. Aus diesen Platinen entstehen dann auch schon mal Geburtslöffel oder Drosselklappen für rote italienische Sportwagen. Nach den Vorteilen von WCAM gefragt, erzählt Geschäftsführer Eugen Rosa: WCAM ist viel schneller in der Programmierung als alle anderen Systeme, die wir bisher im Einsatz hatten. Wir können Maschinen und Technologie mit einem Mausklick wechseln. Die gemeinsamen Trennschnitte sparen mit jeder Tafel Zeit und Material und sind gerade im Stanzen revolutionär. Echte Probleme gab es keine und in den Fällen, wo wir doch mal Hilfe benötigen, ist die Hotline immer sofort erreichbar. Seitdem WCAM unsere Produktion steuert, hatten wir nicht eine Stunde Produktionsausfall.